Noch? Oh. Oh, wir sind hier im Café Domain im Jugendhaus Kilderneum. Neben mir steht sozusagen Jugendpfarrer Thomas Eschenbacher. Hallo. Hallo. 50 Tage nach dem Osterfest feiern die Katholiken das Pfingstfest. Ja. Man sagt so im Volksmund, das ist die Geburtsstunde der Kirche, da feiern die Geburtstag. Es geht um die Aussendung des Heiligen Geistes. Eigentlich eine Feierstunde, ist heute leider zu einem, naja, normalen Feiertag avanciert. Bedrückt Sie das eigentlich? Also was Sie sagen, Volksmund, ich finde, das ist nicht nur Volksmund, das ist schon auch ein Stück hohe Theologie, zu sagen, das ist der Geburtstag der Kirche. Ich habe das manchmal auch so ein bisschen auf die Spitze gebracht, wenn ich dann am Pfingstmorgen dann der Gemeinde alles Gute zum Geburtstag gewünscht habe. Weil die Zusammenkunft derer, die da sich eben am Sonntag treffen, hängt schon stark damit zusammen, mit einem neuen Selbstbewusstsein auch von Kirche und zu sagen, hier, wir feiern auch das Miteinander als Gemeinschaft. Von daher bedrückend tut mich da jetzt eigentlich nichts. Ich bin manchmal eher froh, wenn das nicht so überkandidel ist, sondern recht normal eigentlich abläuft. Trotzdem ist es ja irgendwo auch eine feierliche Stimmung. Was passiert da eigentlich ganz genau am Pfingsten? Gut, wenn man es vom Biblischen hernimmt, ist es halt so, dass praktisch die Jünger, die sich ängstlich verkrochen haben, obwohl sie eigentlich gar keinen Grund dafür hatten, weil ja immerhin Jesus war auferstanden, er kam praktisch zu den Menschen, dass die einfach auch spüren, wir haben Selbstbewusstsein, wir sind Kirche, wir gehören da eben auch dazu. Und dass man dabei eben auch spürt, nicht weil wir selber so toll sind, sondern weil Gott selber uns da einfach auch Kraft gibt, weil er dafür sorgt, dass wir uns nicht ängstlich verkriechen. Und das ist das, was am Pfingsten eigentlich passiert, diese Zustimmung Gottes, ja, du kannst was, du hast was drauf und zeig das auch und versteck es nicht. Gibt es da vielleicht auch in Ihrer Geschichte persönlich ein schönes Ereignis, ein tolles Pfingsten, an das Sie sich erinnern können? Ja, ob ich das jetzt so ganz religiös deuten kann, also mein schönstes Pfingsten war auf jeden Fall 2007, weil nämlich am Tag vor dem Pfingstfest Nürnberg deutscher Pokalsieger geworden ist. Etwas, was ja viele vielleicht nicht geglaubt haben, aber ein bisschen wirft es auch so einen Blick auf Pfingsten, dass Dinge passieren, die man vielleicht nicht glaubt, dass Träume wahr werden. Das ist eigentlich auch so das, was Pfingsten mit auszeichnet, dass ich nicht nur an das Machbare glaube, sondern dass ich merke, ja, es gibt meinem Leben Schwung, wenn ich weiß, als Christ kann ich Grenzen überschreiten und da kann ich Ungewöhnliches erreichen. Das klingt alles sehr abstrakt. Die Leute brauchen aber immer auch Symbole, um sich an irgendwas festhalten zu können. Fehlt es vielleicht momentan da auch gerade ein bisschen in unserer Kirche? Ja, bei Pfingsten vielleicht ganz besonders schwierig, weil man kennt als Symbol, als Heiligen Geist ja immer nur dann die Taube. War für mich auch immer etwas zu normal. Ich habe immer so nach was anderem gesucht. Mir ist damals so in der Vorbereitung auf das Jahr 2000 ein Bild von Sieger Köder in die Finger geraten, wo der Heilige Geist mal nicht als Taube dargestellt wird, sondern als Liebespaar. Und zwar andockend an die Theologie von Augustinus, der eben sagt, der Heilige Geist ist die Liebe, die von Gott ausströmt. Und das habe ich damals auch genommen als Bild in der Pfarrei und wir haben das auch genutzt und haben da sehr stark damit gearbeitet gehabt. Jetzt ist es ja leider so, dass in diesem Jahr der Pokalsieg für den Club leider nicht ansteht. Gibt es trotzdem irgendwelche Pläne, was dieses Jahr passieren wird für Sie im Pfingsten? Ich hoffe, dass es mir und vielen anderen in der Kirche gelingt, gerade angesichts der aktuellen Diskussion um das Thema Missbrauch, dass wir ein Stück neue Kraft tanken, dass wir einfach merken, wir müssen uns als Kirche auf das besinnen, was wir wirklich auch gut können. Und zwar nicht nur in einer Arroganz des dann Lebens, sondern auch in einer Dankbarkeit, dass Gott uns einfach ganz viele Talente schenkt und daran auch weiterzuarbeiten. Ich möchte nicht eine Kirche, die sich nur an einem normalen, durchschnittlichen Maßstab orientiert, sondern die auch wirklich Ideale hat, die nicht aufgrund von schlechten Erfahrungen jetzt einfach sagt, so, das war's jetzt, wir packen ein, sondern wir suchen mal wieder an unseren Quellen und Ursprüngen und da vor allem halt auch an der Quelle Jesus Christus, wie es der Wiener Kardinal auch gesagt hat, wir brauchen weniger Kirche, wir brauchen mehr Christus und das hoffe ich mir, dass es auch gelingt. Und wie sehen Sie da die Chancen jetzt hier vor Ort bei uns im Bistum Würzburg? Ja gut, das kommt natürlich darauf an, wie sehr die Menschen selber sich davon mit ansprechen lassen, weil Heiliger Geist gilt ja nicht nur für irgendwelche Amtsträger, es gilt ja für jeden Einzelnen in der Kirche. Und da ist jeder Einzelne auch gefragt, aufgefordert, mit aufzustehen, tun ja auch schon viele. Wir haben ja unheimlich viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das ist ja ein ganz wichtiger und zentraler Beitrag, dass Kirche eben auch lebendig bleibt. Und jetzt sind die halt auch, das heißt gefordert, das klingt ja wieder so negativ, aber jetzt haben sie eben auch die Chance zu sagen,
Jetzt müssen wir eben unseren Buckel hinhalten für das, was in der Kirche wirklich an schlimmen Sachen passiert ist. Da wird halt jeder Einzelne mit in die Verantwortung gezogen. Aber genauso gut kann auch jeder Einzelne wieder zeigen, was Kirche noch alles kann, was die Gemeinschaft der Gläubigen bewegen kann in unserer Welt. Und da haben wir die Chance zu sagen, gut, vielleicht sind wir mit dieser Geschichte jetzt besonders aufgefordert, auch Menschen zu helfen, die zum Beispiel Missbrauch erleiden müssen, nicht nur in der Kirche, sondern auch noch weit darüber hinaus. Und dass wir da auch eine besondere Verantwortung haben und dass die Menschen wieder spüren, ja doch, die sind auch glaubwürdig. Das sind nicht nur welche, die reden, sondern die tun auch, die handeln auch, die bewegen etwas. Das ist sicherlich eine ganz große Verantwortung. Unsere Verantwortung ist jetzt etwas kleiner. Ich würde sagen, wir spielen einfach noch ein Rundchen. Oh ja. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Bitteschön. Und dann so. Okay.